Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video auf meinem Kanal. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es um die Gaming-Tastatur K100 RGB von Corsair. Ja, meine alte Gaming-Tastatur ist leider etwas in die Jahre gekommen und jetzt nach ein paar technischen Verschleißerscheinungen habe ich gedacht, dass es mal Zeit wird für ein Upgrade. Warum ich mich im Jahr 2022 immer noch für die Corsair K100 entschieden habe und warum ich sie auch heute noch für die beste Tastatur auf dem Markt halte, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir schauen uns erstmal ganz kurz an, was sich alles im Lieferumfang befindet. Danach gehe ich auf die Specs und Features der K100 ein und was diese Tastatur so besonders macht und was, finde ich, auch Corsair besser macht als andere. Und am Ende gibt es ein kleines Fazit und die Erklärung, warum ich die Tastatur K100 immer noch für die beste halte. Viel Spaß! Okay, da schauen wir uns mal kurz an, was im Lieferumfang alles so dabei ist. Öffnen lässt sich das hier unten ganz einfach ohne Schere. Hier gibt es einfach so zwei Dinger, die können wir abziehen. Yes! Und da ist sie, die K100 RGB. Hier haben wir einfach ein Stück Plastik. Weg. Und dann kann man hier das ganze Teil schon rausnehmen. Boah, ein massives Kabel. Ganz schön. Boah, das ist, glaube ich, doppelt so dick wie mein altes. Mit zwei USB-Anschlüssen. Dann haben wir hier noch. Ja, wahrscheinlich Bedienungsanleitung, Garantie und so weiter. Schaue ich mal ganz kurz. Genau. Ja. Corsair typisch, alles in schwarz-gelb. Hier drunter haben wir wahrscheinlich, genau. So, und das finde ich auch ziemlich cool, dass sie das hier mitgeben. Das sind quasi mit etwas mehr Grip so geribbelte Tasten für die gängigsten Spiele. Also hier haben wir WASD, hier haben wir noch Q, ich weiß nicht, ob man es erkennt, Q, F, E, R, W und D. Und das Teil hier ist, damit man die Tasten besser rausnehmen kann. Und hier drunter haben wir noch das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und zwar eine Handballenauflage. Und diesmal nicht wie bei der K95 aus hartem Plastik, sondern aus so einem weichen, sehr schaumigen Material und ich merke jetzt schon, dass das sehr, sehr bequem ist. Per Magnet kann die Handballenauflage hier einfach eingehangen werden und zack. So, und das war es jetzt vom ganz kurzen Unboxing und Zeigen vom Lieferumfang. Ich werde das jetzt erstmal anschließen und dann sehen wir uns wieder bei den Specs und technischen Funktionen. Bis gleich. Okay, kommen wir zu den oberflächlichen Features. Die K100 RGB von Corsair ist optisch schon mal wirklich eine absolute Wucht. Gewohnt von der K95 Platinum ist die K100 auch aus solidem Aluminium und mit einem stattlichen Gewicht von 1,3 Kilogramm hat man direkt ein superwertiges Gefühl out of the box. Das Kabel ist passend dazu sehr dick, natürlich ummantelt und kommt mit zwei USB-Steckern. Diese versorgen erstmals einen USB 3.0 Anschluss direkt an der Tastatur. Am auffälligsten optisch ist aber natürlich die fast schon brachiale RGB-Beleuchtung. Ich muss sagen, dass ich noch nie so eine Kirmes auf meinem Schreibtisch hatte. Nicht nur jeder Switch selbst, sondern zusätzlich auch noch an der Seite und Oberseite hat die K100 insgesamt 44 frei programmierbare RGB-Zonen, die über IQ an dem PC ganz nach euren Bedürfnissen anzusteuern ist. Meiner Meinung nach ist hier die K100 wirklich konkurrenzlos. Weiter unten kommt die K100 mit einer super weichen Kunstleder-Handballenauflage mit einem extremst soften Memory-Schaum. Dieser kann einfach per Magnet an der Unterseite befestigt werden und hält wirklich bombenfest. Auch die Tastenklappen fühlen sich wahnsinnig gut an. Corsair hat hier bei der K100 direkt die PBT Double Shot Tastenklappen verbaut. Insgesamt bekommt man mit der K100 ein Full-Size Layout mit NumBlock. Auf der rechten oberen Seite sind dann noch verschiedene Multimedia-Tasten verbaut, inklusive einer Lautstärkenwalze. Links hat die K100 6 Makro-Tasten, die sich nun sogar mit dem Elgato Stream Deck verknüpfen lassen, was diese Tastatur echt so eine Art Alleskönner macht und vor allen Dingen für den einen oder anderen interessant sein könnte, die vorhaben zu streamen. Mittig auf der Oberseite gibt es eine kleine gläserne Applikation, die ich erst für ein kleines Display gehalten habe. Hier gibt es aber außer dem Corsair-Logo nur die Indikatoren für Makros, NUMS, Caps Lock und Windows Lock. Ist aber auch gar nicht schlimm. Eine super Ergänzung hierbei wäre zum Beispiel das Corsair IQ Nexus Companion. Das coolste Feature findet sich aber an der linken oberen Seite, das sogenannte IQ Control Wheel. Und dieses Teil ist echt super cool und vereinfacht vieles.
In der IQ Software lassen sich hier jede Menge Funktionen drauflegen, von einfachen Hilfsmitteln wie Vor- und Zurückspulen, Zoomen, Titel, Vor- und Zurück. Aber auch das horizontale Scrollen lässt sich hier drauflegen, was gerade bei Videoschnittprogrammen eine coole Funktion und Erleichterung ist. Die verschiedenen Modi lassen sich durch einfaches Drücken des IQ-Buttons wechseln. Jede Funktion kann hier einer Farbe zugeordnet werden, diese merkt man sich dann einfach und so muss man nicht immer wieder in die IQ-Software rein und nachschauen. Soviel erstmal zu den oberflächlichen Features, ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Okay, kommen wir zur Technik. Die K100 lässt sich in zwei verschiedenen Versionen bestellen. Einmal mit den bekannten Cherry MX Speed Switches und mit den neuen oder relativ neuen OPX Switches aus dem Hause Corsair. In meinem Fall habe ich mich bewusst für die OPX Variante entschieden, weil ich die Technik dahinter wirklich super finde. Die Optical Mechanical Key Switches oder kurz OPX haben einen unglaublich kurzen Eingabeweg von nur einem Millimeter. Außerdem sind sie zusätzlich optisch lesbar. Der Tastendruck wird im Switch selbst mittels Infrarotstrahl abgenommen. Dieser wird bei Tastendruck unterbrochen und die Tastatur registriert den Tastenanschlag so in wirklich unschlagbarer Zeit. Zusammen mit der relativ neuen Axon-Technologie, ein kleiner Chip in der Tastatur selbst, der die Polling Rate der K100 erstmals in einer Tastatur auf 4000 Hertz bringen konnte, ist die Gesamteingabeverzögerung von Tastendruck bis Signaleingang am PC bei unter einer Millisekunde. Außerdem gibt Corsair die OPX-Switches mit einer Lebensdauer von 150 Millionen Tastenschlägen an, was diese Tastatur dann auch lange einsetzbar macht. Hier mal ein kleiner Soundcheck, wie sich die Tastatur und die Switches beim Schreiben anhören. Okay, zugegeben, das Klicken der Tastatur ist wirklich schon etwas lauter. Für den einen oder anderen, der es lieber leise mag, da könnte es, glaube ich, schwierig werden. Ich mag dieses typische mechanische Klicken und ja, die ein oder andere Beschwerde über Discord nehme ich dann gerne in Kauf. Am Ende steht natürlich noch der wirklich happige Preis von 250 Euro, was für eine Tastatur wirklich eine ganze Stange Geld ist. Natürlich muss das jeder selber entscheiden, aber ich denke, wer auf der Suche nach der immer noch besten Tastatur ist, sei es in Sachen Verarbeitung, Technik, RGB-Beleuchtung und Features, kommt an der K100 auch im Jahr 2022 nicht vorbei. Natürlich gibt es von Razer mit der Huntsman Elite V2 ebenfalls eine optisch-mechanische Tastatur. Diese bringt aber für mich weniger Features mit, vor allen Dingen das IQ-Wheel überzeugt hier wirklich auf ganzer Linie. Zudem fühlen sich die PBT-Keycaps wirklich wahnsinnig wertig an. Allein diese machen das Gefühl bei der Tastatur schon aus. So, und das war meine kurze Zusammenfassung von der K100 RGB von Corsair. Ja, und was soll ich sagen, auch wenn sie bereits ein gutes Jahr alt ist, ist es für mich immer noch die beste Tastatur auf dem Markt. Nach einigen Vergleichen stand ich am Ende zwischen der Huntsman V2 von Razer und der K100 von Corsair. Und ich muss sagen, dass Corsair das noch ein Tick bessere Gesamtpaket mitbringt. Natürlich macht Razer auch einen super Job, die machen tolle Produkte und geile Tastaturen. Und gerade die Huntsman V2, die jetzt im letzten September erschienen ist, ist auf dem Papier durch ihre 8000 Hertz ja sogar eine Nuance schneller als die K100. Aber ich bin jetzt kein Profispieler und ich denke, dass ob man 0,2 Millisekunden oder 0,25 Millisekunden Verzögerung hat, ich glaube, der Casual Gamer merkt diesen Unterschied nicht. Und die Features, die die K100 mitbringt, die sind dann für mich noch etwas überzeugender. Gerade das IQ Control Wheel möchte ich nicht mehr missen. Ich habe da momentan so meine 3-4 kleinen Funktionen drauf und benutze das immer häufiger. Also echt eine geile Sache. Zudem die RGB-Beleuchtung ist einfach brachial. Die macht wirklich Spaß. Ich hoffe, es kommt in dem Video auch nur annähernd so rüber, wie es in Wirklichkeit aussieht. Aber ich kann nur von meiner Seite aus sagen, es ist wirklich ziemlich geil. Auch preislich bewegt sich die K100 langsam in eine gute Richtung. Bei Amazon gibt es die K100 momentan für 199 Euro und ich muss sagen, dass die Tastatur diesen Preis auch irgendwann wert ist. Man bekommt für 199 Euro wirklich ein klasse Gesamtpaket. Man bekommt PBT-Kappen, die sich super geil und wertig anfühlen. Man bekommt ein IQ-Control-Wheel, eine Elgato-Einbindung. Ich glaube, ich habe vieles gesagt. Und die beste RGB-Beleuchtung, die eine Tastatur hergeben kann. Und das ist ja nun mal auch ein kleines Verkaufsargument. Also für mich zumindest. Ich finde das geil. Ja, und die ganzen Punkte macht die K100
für mich immer noch zur ersten Wahl in Sachen Tastatur im Jahr 2022. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's auch schon von meiner kleinen Zusammenfassung von der K100. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich mega über einen Daumen nach oben. Und ja, ich sag mal, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.